stehen wir hier zusammen. Um uns herum lodern Flammen und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen. Doch wo wir sind, sind wir viele. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Da kann ich es nämlich weg, da, weil das ist das, was mich im Moment am meisten nervt. Neue Netz Handy, Gott sei Dank kann ich das. Mich nervt, wenn ich so ein Blödsinn lesen muss. Lirum Larum Löffelstiel. Coronaviren infizieren viel. Den Impfstoff gibt es leider nicht. Darum herrscht die Maskenpflicht. Trag immer Schutz vor Nase und Mund, sonst bist du tot nach dieser Stund. Wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt für unsere Kinder, der kehrt aber in der ersten Sekunde von seinem Job entfernt. Ich hab's oben geschrieben vorhin in meine 5 Minuten Pause, wo die zwei meine zwei Freunde ein tolles Interview gemacht haben. Ich habe es umgeschrieben in zwei Versionen. Lirum Larum Löffelstiel, Angst vor Coronaviren brauchst du nicht. Trau dem Gott, der in dir spricht und hau die Masken in die Kiste. Trag niemals Schutz vor Nase und Mund, dann bleibst du stark und gesund. Und jetzt kommt die Variante, original 1931, angepasst für unsere Politiker. Lirum Larum Löffelstiel, Frieden, Liebe, Freiheitsgefühl. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Lirum Larum Leck, Merkel, Spahn, Drosten, Söder weg. Was ich eigentlich wirklich sagen will, dass es schon Schande ist, wenn man mit unseren Kindern umgeht. Und zwar egal, wo ich nachgucke. Wir sind da heute Morgen im Bus gefahren, da ruft der Lehrerin aus dem Unterricht an und sagt, der Kind, der hat fast umfallen, was er machen soll. Dann sage ich, vielleicht probieren wir es mal mit Maske abnehmen. Und bis jetzt warte ich darauf, dass die sich committet, dass wir ein Interview machen können. Weil wenn wir nicht alle verstehen, dass wir alle danach stehen können müssen, und da meine ich jetzt nicht euch, weil das ist ja wie bei jeder guten Vereinshauptversammlung, dass man immer auf die schimpft, die nicht kommen, und man sagt es denen, die da sind. Das heißt, egal was mir sagt, ihr seid, glaubt, nicht angesprochen. Egal, ob das die Lehrer, die Politiker sind oder wer auch immer. Ich bin auch ein friedfertiger Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Und ich kann es bis heute nicht verstanden, wie im März 709 abzüglich ein paar ganz wenige von unseren hochbezahlten, hochdotierten Bundestagsabgeordneten, die wir treu und brav gewählt haben im ganzen Land, wie die alle unserer Demokratie ihr Mandat abgeben können und die Demokratie begraben können, weil die haben es verbrochen. Nicht wir haben es verbrochen, die haben es verbrochen. Und das, um drei, vier so Kasper hinterher zu springen, die was weiß ich was für Ziele verfolgen. Wenn ich immer mit Leuten ins Gespräch gehe, und ich dann immer merke, dass die noch nicht mal sich einen halben Tag mit dem Virus beschäftigt haben, weil länger wie einen halben Tag braucht man nicht, um zu merken, dass wir kein Killer-Virus unterwegs sind. Da muss man sich nur faktisch die Zahlen angucken. Und wenn ich den Leuten die Zahlen erkläre und zeige und am Bono seine tolle Grafiker nehme, wo er jetzt seit über die Jahre hinweg immer zeigt, dass wir sogar Untersterblichkeit haben. Und dann kommt am Ende von dem Gespräch, ja, aber ich bin anderer Meinung. Dann sage ich immer, wie kannst du mathematische Fakten mit der Antwort beantworten? Ich bin anderer Meinung. Eine andere Meinung kannst du über den Glauben haben oder über was weiß ich, ob du impfen gehst oder nicht. Da kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber Zahlen sind Zahlen, das sind Fakten. Und deshalb stand ich hier, weil ich die Lügen hasse. Und deshalb auch mein Appell, da wird der Boden noch was sagen, ein Appell an unsere Bundestagsabgeordnete, man hat endlich das Maul auf, das kann nicht sein, dass ihr das nicht wisst. Ich habe unsere auch
in meinem Heimatkreis, manche wissen, wo das ist, ich sag's jetzt nicht, die habe ich auch geschrieben, dann ist bloß zurückgekommen, so sag's auf Schwäbisch, weil das kann man ja hier, wenn du zu blöd bist, Corona zum Verstanden, dann musst du lassen. Dann habe ich gedacht, ja, und wenn du zu blöd bist zum Rechnen, dann lässt du es besser, deinen Job. Weil ich kann rechnen, weil wenn ich als Unternehmer nicht rechnen könnte, dann wäre mein Laden schon lang kaputt. So sieht's aus. Und das ist nämlich das, was die jetzt mit uns machen. Und wenn ich den Leuten dann immer sage, die haben andere Pläne als unsere Gesundheit, dann sagen die zu mir, ja, was für Pläne? Dann sage ich, perfide Pläne. Ja, erklär's. Dann sage ich immer, das macht keinen Sinn, wenn ich dir erkläre, was ich mir in 6 Monaten angehört und angelesen habe. Das musst du selber machen. Aber ich schicke sie dann auf die Reise. Ich sage, guck auf YouTube nach Event 201. Dann siehst du, wie sie die Pandemie 2019 geübt haben. Dann kannst du gucken, wer da war. Kein Arzt, kein Virologe, aber lauter Unternehmer. Pharma, Banker, alle waren da, aber kein einziger Virologe. Und da haben sie schon im Oktober 19 von den Coronaviren und von der neuen Normalität gesprochen. Dann schicken sie zur WHO, zur Melinda und Bill Gates Stiftung. Dann schicken sie zu den ganzen Superreihe, George Soros und wie die alle heißen. Und dann sage ich, mehr sage ich dir nicht, der Rest musst du selber machen. Weil wenn du die Erkenntnis nicht selber hast, dann lernst du nichts. Und ich muss zugeben, meine größte Hürde im März war, mich zu überwinden, zu glauben und zu verstehen, dass Frau Merkel kein Opfer ist, sondern eine absolute Täterin. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich habe die gute Frau auch schon gewählt, so wie andere auch schon gewählt haben bei uns in Baden-Württemberg. Ich meine, ihr wisst es, wir waren ja alle mal, haben alle mal gedacht, jetzt kommt der Herr, nicht der Herr Özdemir, den habe ich mittlerweile auch abgehakt, sondern unseren Ministerpräsident, helfen wir geschwind, Kretschmann. Und wo der im April oder wo der erste Lockdown kommt, uns alle zum Denunzieren, unsere Nachbarn aufgerufen, dann habe ich mir gedacht, du Dreck, sag. Ihr entschuldigt mir das Wort, ich nehme es zurück, weil ich will nicht schimpfen. Aber wer seine Nachbarn zum Denunzieren aufruft, ich habe dann eine E-Mail an Bundestag geschrieben, ganz viele Bundestagsabgeordnete, den Spruch kennt mittlerweile jeder, der größte Lump im ganzen Land, wisst ihr, wie es weitergeht. Und da habe ich wirklich den gemeint, weil das ist, ich habe wirklich mal gedacht, der reißt in unserem Ländle was. Aber die Zeiten sind vorbei, wo wir Ministerpräsidenten haben, die was reisen. Gucken, nein, die Bundesländer, die reisen alles nichts. Die machen super Telefonkonferenzen mit der Frau Merkel, ziehen das Knick ein und machen mit. Ja. Und wenn man sich dann mal ein bisschen damit beschäftigt, wo unsere Medien ihre Informationen herkriegen, dann versteht man auch, warum in jeder Zeitung mittlerweile jeden Morgen der gleiche Dreck steht. Ich kann da nur sagen, abstellen. Fernseher ausschalten, ich meine, ihr werdet alle schon nicht mehr Fernseher gucken, aber die 80% von euren Mitbürgern, die gucken jeden Abend Tagesschau an. Die neuen Popstars, früher waren ja mal gute Musiker, die Popstars, heute sind die positiv Infizierte. Ich sage jetzt bewusst infiziert, weil es die ja so schreiben, für mich ist das was ganz anderes. Die positiv Infizierte, das sind die wahren Popstars. Wow, wow, schon wieder 2000 mehr, Maske auf, und am besten noch im Look vom Hemd, damit es auch gut aussieht, wenn man durch die Stadt läuft. Und kommt, wir probieren es aus und wenn der Hände heißt, jetzt klappt es, dann schwätze ich weiter. Geht's besser? Ja, wenn ihr die Boxer hochheben. Auf jeden Fall kann man da nur appellieren an alle die, die ich genannt habe. Ich meine, mit den Medien habe ich kapituliert. Das ist besser, man liest sie nicht und schaut sich noch andere um. Ich meine, ich habe vor März 2020 treu und brav meinen Job gemacht, habe meine Steuern gezahlt, habe auf Tagesschau.de jeden Tag zweimal geguckt. Dann hat Frau Merkel gesagt das und der sagt das und habe gedacht, weiterschaffen. Aber im März 2020 hat es mich dermaßen verrissen, weil ich gleich gemerkt habe, ich habe allerdings, muss sagen, meine Vorgeschichte war, ich habe das schöne Buch, der größte Crash aller Zeiten, von unseren schwäbischen Kollegen, geschenkt kriegt zu Weihnachten, gelesen, habe ich es nie, aber 5-mal angehört. Manche Kapitel wahrscheinlich sogar öfters. Und dann kam Corona und habe ich gedacht, ey, komm, das kann nicht sein, die verarschen uns doch nach Strich und Faden. Das, was die haben ganz andere Ziele, das, was die vorhersagen. Und man merkt es ja langsam auch ganz sicher, dass Frau Merkel zwar vorne rum einen auf Corona macht, aber hinterrum einen ganz anderen Plan fährt. Guckt euch an, was sie mit der AfD macht. Ich bin kein AfDler, sage ich klar und deutlich. Ich habe kein Parteibuch, ich habe kein Kirchenbuch und ich habe gar nichts. Ich bin einfach bloß ein Mensch.
Aber was da im Hintergrund alles eliminiert wird, wegrationalisiert wird, unser Mittelstand wird wegrationalisiert, die wartet ja bloß drauf auf den Lockdown, damit die Firma voll am Kragen nimmt, damit andere mit wenig Geld viel von unserem Champion Baden-Württemberg aufkaufen dürfen und vom ganzen Land, nicht nur Baden-Württemberg, es ist wirklich eine Katastrophe. Nur habe ich leider den Eindruck, dass meine mittelständischen Kollegen das überhaupt noch gar nicht verstanden haben. Die sind nämlich stolz drauf, dass sie auf YouTube sich selber posten können als Geschäftsführer. Ich habe einige gesehen mit Firmenmasken. Postet sich, dann denke ich mir, also wenn ich da Mitarbeiter werde, die denken, du hast da oben nämlich alle Tasse im Schrank. Weil wie kann man seine Mitarbeiter so in ein Meinungsbild einzwingen, geschweige denn im einem Unternehmen, wo man Platz hat, wo sie sitzen können, mit der Maske rumlaufen zu lassen. Ich habe da überhaupt gar kein Verständnis mehr. Ich kann da nur euch sagen, wenn es euch Unternehmer dann irgendwann am Kragen nimmt, dann sagt nicht, die anderen waren schuld. Ihr seid alle selber für eure Unternehmen verantwortlich. Und ich bin ja nicht der schimpft, ich möchte nur appellieren an die Lehrer, war hat aufgegangen mit unseren Kindern anders um, Eltern, war hat aufgegangen, liebt eure Kinder und macht was für eure Kinder. Jeder Hund geht mit seinen Welpen besser um, wie die meisten Eltern im Moment mit ihren Kindern. Ich bin auf der Schwäbischen Alb mit Pferd groß geworden, wir haben züchtet. Dann guckt ihr mal, was eine Stute macht, wenn sie eine Fohle hat, wenn er Tiere aufmacht und bloß Futter bringen will. Selbst wenn sie euch kennt, so müsst ihr euch benehmen, so müsst ihr euch aufführen. Gebt den Lehrer, den Schule, den Schulleiter vor allem und den Kultusminister die Kanne und sage denen, wer mit euren Kindern nicht ordentlich umgeht, ihr zeugt sie. Oh, es gibt genügend Anwälte für Aufklärung, Euphasuche, Klagepaten, EU. Wir haben genügend Teams organisiert, die euch helfen, den Lehrer zu sagen, so geht ihr nicht mit unseren Kindern um. An unsere Politiker habe ich schon appelliert, mit wenig Hoffnung, an unsere Regierung appelliere gar nicht, die kehren einfach das weg. Ohne dass sie jetzt sagen können, wen wir dann danach setzen, weil mir fällt ehrlich gesagt gar keiner mehr ein. Egal in welcher Partei man da reinguckt, die machen alle mit, die sind alle hörig. Also ich kann es gar nicht verstehen, entweder können sie nicht denken oder sie wollen nicht denken, eins von den zwei. So, jetzt noch eine Information, dann übergebe ich an den Bodo. Wir werden ein neues Unternehmernetzwerk gründen, weil sich eine neue Gesellschaft gründet. Wir werden einen Telegram-Kanal aufmachen für alle mittelständischen Unternehmen. Den nennen wir Freiheitsunternehmer. Wir haben heute Morgen zuerst gesagt Freiheitsbusiness, aber wir sind deutsch. Und für mich kommt das Wort Unternehmer kommt von mir, von Unternehmen. Und was unsere Regierung macht, ist unterlassen und nicht unternehmen. Und wir müssen unternehmen. Deshalb mein Aufruf, Appell, viele vernetzen sich schon mit mir. Ich habe jetzt unheimlich viele wache Unternehmer kennengelernt, die alle Respekt haben vor dem, was passieren könnte. Da sage ich nur, habt keine Angst, es werden sich neue, wenn sich Lieferanten, Kunden, was weiß ich, was passieren könnte, es werden sich neue Netzwerke bilden, neue Beziehungen bilden. Wir müssen keine Angst haben, weil die Welt geht auf jeden Fall weiter, da bin ich sicher, weil das, was hier passiert, das entscheidet nicht Frau Merkel oder irgendein Virus, sondern entscheidet unser Herrgott. Und der wird schon für uns sorgen, da bin ich mir ganz sicher. Insofern danke ich alle denen, die hier stehen. Ich danke alle denen, die da draußen mutig ohne Maske in die Läden gehen, weil das Denunziantentum unserer Mitmenschen nimmt ja gerade kein Ende. Also man muss ja wirklich mit Repressalien umgehen können, wenn man unser Volk gerade erlebt, dauernd beim Tanken. Aber ich sage dann immer, entweder kriegst du dein Geld oder ich setze die Maske auf. Eins von den zwei, das ist natürlich schwierig. Was sich gut bewährt hat, ist, dass mehrere gleichzeitig losgehen. Dass, wenn man sich alleine den Schul traut, dass man jemand mitnimmt. Querdenker, Friedensbote, egal wie, vernetzen, Netzwerke bilden, neue Gemeinschaften bilden und dann den Kandidaten zeigen, dass wir nicht mehr länger mitmachen sollen. So, ich danke euch und ich wünsche allen noch einen tollen Tag, regnet tut es ja nicht und ich werde es gern an der Rodo. Danke, Wolfgang. Wolfgang Greulich vom Unternehmer zum Supporter, zum Tourmanager,
zum Redner und das macht er verdammt gut. Und wir alle wachsen an unseren Aufgaben und wir alle haben gemerkt, dass viele Menschen, mit denen wir früher gedacht haben, dass sie unsere Freunde sind, dass sie uns nie richtig zugehört haben und dass man sich nur dann unterhalten konnte, wenn man das wiedergegeben hat, was gerade angenehm war, aber nicht das, was kritisch ist. Aber dann haben wir uns umgedreht und haben festgestellt, da gibt es noch viel mehr Menschen. Gute Menschen, Menschen mit einem Herz, die sich gegenseitig helfen. Und jeder, der hier ist, kann das spüren. Und jeder, der in Berlin war, hat das gespürt, dass das eine echte Energieform ist, die wir hier erleben. Wir müssen alle aus der Komfortzone raus, auch wenn es weh tut. Und am Ende wird es so sein, dass wir eben nicht stehen werden und die anderen werden versuchen, wie Kakerlaken unter den Tisch zu laufen und sich irgendwo unter der Anrichte zu verstecken. Die Freiheitsboten sind eine der am schnellsten gewachsenen Bewegungen, die wir überhaupt aufgebaut haben. Und sie geben jedem die Möglichkeit mitzumachen. Und die Öffentlichkeit hat Angst davor. Und die Presse hat Angst davor, dass wir Mainstream sind. Dass wir mehr Einschaltquote haben als NTV mit seinen Horrorszenarien, die heute wieder unsere hochgeschätzte Angela Merkel mit ihren Ministerpräsidenten raushauen. Und die Bild-Zeitung lässt sich darüber auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die reden darüber, wir können in den Lockdown kommen. Ach nee. Und ARD und ZDF sagen, das sind ja neue Fälle, aber es werden ja gar keine Leute krank und die Zahlen steigen nicht an. Ach nee. Dann müssen wir was machen. Und wo kommen denn die ganzen Zahlen her? Hat doch jetzt ein Gesundheitsexperten, haben sie jetzt auch bei der Bild-Zeitung heute im Interview wieder. Dann sagt er, ja, also wenn wir genauso viel testen würden, wie wir im März und April getestet hätten, dann hätten wir jetzt nur 1000 neue Fälle. Ach nee. Und die Todeszahlen würden ja gar nicht so ansteigen und die Krankenhausbelegung. Das heißt, wir brauchen im Moment gar nicht diese Betten, sagt Herr Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dann hat er aber wieder nicht genug Eier in der Hose, um zu sagen, dass das nicht richtig ist, mit 50 Infizierten zu reden, sondern dass man das abhängig machen muss von der positiven Rate, wenn man schon eine Zahl braucht und keinen Menschenverstand. Ach nee. Und man sollte Fragen stellen für alle, die das nicht kapiert haben. Warum haben die Verschwörungstheoretiker gesagt, es wird im Herbst einen neuen Lockdown geben? Warum haben die Verschwörungstheoretiker gesagt, im Herbst wird diese Welle wieder größer werden? Warum hat der Verschwörungstheoretiker Schiffmann gesagt, dass ab Oktober Coronaviren wieder fliegen? Weil wir das wissen. Weil da überhaupt kein Geheimnis dran ist, weil wir keine Glaskugel brauchen. Weil wir einfach nicht bei ARD und ZDF gucken, sondern wir benutzen das hier. Ein Kopf. Gehirn, genau. Du hast es kapiert. Wir benutzen unser Gehirn und lassen uns nicht unterhalten. Und die meisten Menschen, die man sieht, sind die mit Mediendiät, die kein Fernsehen gucken. Wer von euch gehört zu denen, die kein Fernsehen gucken? Ach nee. Warum wundert mich das jetzt nicht? Das Geilste an dieser Pandemie ist, dass die kompletten Drehbücher nie geheim waren. Die Dummheit der Menschen ist so unglaublich unendlich groß,
dass sie noch nicht mal auf die Seite des Bundestages gehen können und sich das runterladen, dass es da ein Strategiepapier gibt, dass es ein Szenario 201 gibt, dass es Rockefeller-Papiere gibt. Das ist alles frei verfügbar, da braucht man noch nicht mal irgendwo geheime Quellen. Das findet man. Auch nicht, wenn man Fernsehen guckt. Und das Öffentlich-Rechtliche sagt, Schiffmann lügt, wenn er davon spricht, dass Kinder gestorben sind. Das ist bla bla bla, so ist es. Wer ist das denn? Wir haben gerade eben ein Interview geführt. Ich glaube, du bist an den Stecker gekommen. Wir haben gerade eben ein Interview geführt auf der Fahrt und deswegen sind wir früher aus Würzburg weggefahren. Und da hat uns ein Mitglied des Bayerischen Landtages bestätigt, dass am 16.09. ein 6-jähriges Mädchen gestorben ist, dass es nicht obduziert wurde, dass es keine Fake News sind. Und auch das werden wir mit unseren eigenen Mainstream den Leuten klar machen. Eben ist das Wort AfD gefallen. Ich habe das auch schon mal auf einer Demo gesagt. Ich habe, glaube ich, jede Partei inklusive der Linken gewählt bisher in meinem Leben, außer der AfD. Weil ich immer gedacht habe, man guckt, wie sich ein Politiker verhält, was er für eine Rede macht und der wird schon irgendwo was Gutes wollen. Ich habe das geglaubt bis März. Und ich habe gedacht, wir haben eine Demokratie bis März. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Jetzt sind wir in einer Diktatur und es werden noch mehr Menschen merken. Vorhin kam eine, hat uns am Parkplatz abgepasst und kam zu uns und hat uns das auch noch erzählt, dass sich bisher ja zurückgehalten hat. Viele werden jetzt merken, dass sie zu lange gewartet haben. Aber ich bin erschreckt, wie viele Menschen vom selben Schlag wie bei der Stasi und bei der Gestapo immer noch ihren Dienst verrichten in deutschen Schulen, deutschen Behörden, deutschen Ämtern, die gewillt sind, jede Form von staatlicher Willkür umzusetzen, ohne damit ein Problem zu haben, in den Spiegel zu gucken. Aber ich sage euch eins, die Völker der Erde haben diesmal dasselbe Problem und das ist die Mehrheit, die Menschen. Nicht die Regierenden, sondern die Menschen haben die Mehrheit. Und Top-Virologen, die Kinder haben, werden sich irgendwann den Fragen ihrer Kinder stellen müssen. Oder ihrer Enkel. Warum hast du das gemacht? Du hast das doch besser gewusst. Du warst doch der, der das Ganze angeschoben hat. Mein Appell an Professor Dr. Christian Drosten. Sie wissen genau, was Sie hier gemacht haben. Sie wissen genau, was Ihr PCR-Test aussagt und was er nicht aussagt. Sie wissen genau, dass bei Ihrer letzten Vorhersage Menschen durch Impfungen, die Sie vorangetrieben haben, Langzeitschäden genommen haben. Sie sind kein Politiker. Sie haben eine Chance. Sie haben die Chance, dass für Sie eine Kronzeugenregelung gelten könnte. Und Ihre Nachkommen werden Sie mit anderen Augen sehen, wenn Sie auf einmal rauskommen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich instrumentalisieren lassen und ich habe Menschen belogen und ich bitte euch um Entschuldigung. Und mir geht's nicht drum, irgendeinen von denen in den Knast zu stecken. Also ich meine, okay, wenn ich den goldenen Aluhut kriege, dann werde ich den verkaufen und für eine Insel investieren, damit die da drauf gehen können. Aber ansonsten
Ansonsten macht das keinen Sinn, das kostet nur Geld. Ich würde vorschlagen, dass Frau Merkel dann mit den alten Menschen, die im Moment Flaschen aus Mülleimern ziehen, den Platz tauscht. Und Herr Söder kann ihr dabei helfen. Und Sie können mal sehen, wie es den Menschen geht, die Sie in die Armut treiben. Und das wäre meine persönliche Idee, dass Sie nur einen Eindruck davon kriegen, wie es dem einfachen Mann da draußen nämlich geht und wie es sich anfühlt zu frieren, Hunger zu haben und nicht zu wissen, was man am nächsten Tag macht. Und wie es sich anfühlt, wenn Menschen verächtlich an einem vorbeigehen und wenn sie ein Herz haben, einem etwas an Geld geben oder etwas zu essen geben. Das fände ich, wäre zumindest mal für ein paar Tage eine ziemlich gute Idee, um sich zu erden. Liebe Politiker, ich weiß, dass ihr meine Videos guckt. Wenn ich was sage, wird nämlich kurz darauf immer reagiert. Und vielleicht kommt sie auf RTL. Geschnitten. Aber wir haben es auf Video. Ihr könnt euch das Original angucken. Und auf Kanälen, die ihr nicht einfach zensieren könnt, so wie Facebook und YouTube. Wie viele Leute gucken uns denn zu? 15.000 Menschen auf D-Live. Und wenn ihr mir zuguckt, denkt drüber nach. Vielleicht hat irgendeiner von uns dann später was dazu zu sagen, auch bei Corona-Untersuchungsausschuss. Ich würde ein gutes Wort einlegen, verspreche ich. Und ich bin nicht auf Rache aus, aber ich bin auf Gerechtigkeit aus. Und ich will niemand bestrafen. Ich will Menschen die Chance geben, dass sie zu ihrem Gewissen stehen können und wieder in die Menschheitsfamilie zurückkehren können. Weil das ist mein Traum, dass wir durch diesen ganzen Corona-Quatsch zu einer großen, weltweiten Menschheitsfamilie werden. Dann ist nämlich Schluss mit Kriegen, dann ist Schluss mit Leid und dann profitieren wir alle davon. Danke euch, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Hallo Heidenheim, ich grüße euch. Ich rede jetzt Hochdeutsch. Ja, meine Lieben, es ist heute mal wieder ein wunderbarer Tag in der Presse, wo man lesen kann, dass die Maßnahmen wieder verschlimmert werden sollen. Ihr habt es ja schon mitbekommen, verschärft werden sollen. Wir müssen uns vorbereiten auf den nächsten Lockdown. Eventuell kommen mir schon wieder die Worte in den Mund, obwohl die Wirtschaftsweisen und alle möglichen anderen sagen, zweiter Lockdown halten wir nicht aus. Aber das scheint keinem Sorgen zu machen. Und wenn wir, egal was wir uns von den Politikern im Moment anschauen, gibt es nur eine Marschrichtung, ohne Sinn und Verstand, ohne Vernunft, ohne Nachfrage. Das besorgt einen. Weil man wirklich, früher hatte man meistens, wenn man, sage ich jetzt mal, sich zurückerinnert an bestimmte politische Situationen in der jüngeren Vergangenheit, hatte man immer noch das Gefühl, dass man mit manchen klugen Fragen oder Offenlegung mancher Dinge bei Politikern irgendein Umdenken erreichen konnte oder man zumindest jemals mal die Chance hatte, mit Logik und Verstand das Ganze nach vorne zu bringen oder vielleicht den Kurs einer Regierung zu ändern. Das Gefühl habe ich seit diesem Jahr nicht mehr. Und das Problem ist, dass je eindeutiger die... Das Ding ist echt nicht mehr ganz in Ordnung, ich nehme das andere. Eins, zwei, läuft. Und das Gefühl habe ich, dass man, je mehr man mit logischen Argumenten kommt, desto weniger wird das Ganze mit Beachtung belohnt, sondern es wird immer mehr in den Ignoranzmodus geschaltet und die Fahrt, die man am Anfang eingeschlagen hat, geht unbeirrt weiter. Und das wird getan, obwohl man jegliche Rechte, jegliche Grundlagen, auf die dieser Staat gegründet ist, beziehungsweise auf dem Grundgesetz, egal was dieses Regelwerk sagt, egal das, was eigentlich recht und ordentlich ist, egal das, was logisch und vernünftig ist, das wird mit Füßen getreten und es wird weitergemacht. Und das in einer Geschwindigkeit, die so erschreckend ist, dass man sich überhaupt nicht ausmalen kann, wo das Ganze in den nächsten, wow, geht gerade weiter, wo das, bitte nicht auf die Kabel, wo das Ganze in den nächsten 3 Monaten endet. Denn wenn man sich überlegt, wo wir in den letzten 6 Monaten hingekommen sind, wenn wir uns anschauen, wo wir heute stehen, dann kann keiner von uns sagen, wo wir in 3 Monaten stehen. Es könnte wirklich alles sein. Und das ist etwas,
was die Menschen eigentlich in Angst versetzt, das eigentliche Problem. Denn vor der Krankheit, glaube ich, hat mittlerweile schon selbst die, die noch Masken tragen, nicht mehr so wirklich Angst. Es gibt noch ein paar, die haben wirklich Angst. Aber wenn man mal reinschaut, so, ich bin manchmal gerne, wenn wir auf dem Rasthof irgendwo stehen und tanken oder so, dann gucke ich gerne mal oben aus dem Fenster raus und schaue mir mal die Menschen an. Die laufen dann da so halbherzig in diesen Tankstellenladen rein, müssen sich die Maske anziehen, mit einem Gesichtsausdruck, dass ihnen das Kinn fast auf den Boden fällt. Dann gehen sie rein, machen ihren Job, gehen wieder nach draußen und dann reißen sie die Maske sofort wieder runter. Aber laut Markus Söder ist es ja ganz wichtig, dass wir jetzt auf 250 Euro Bußgeld erhöhen, deutschlandweit. Und die Repressalien, die dann kommen, wenn man, und die Repressalien, die dann kommen, wenn man sich an diese Maßnahmen nicht hält, werden immer drakonischer. Und alle die, die sich kritisch gegenüber dieser Sache äußern, müssen um ihren Job fürchten. Das heißt, man baut ein Angstklima auf, das eigentlich nur zu einem kleinen Teil aus einem gesundheitlichen Aspekt besteht bei den Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, und zum Großteil über eine autoritär-diktatorische Regierung, die jeden Bereich des Lebens kontrolliert und sanktioniert, wenn man nicht entsprechend der Regeln sich verhält. Und diese Maßnahmen gehen jetzt mittlerweile in jeden Bereich unseres Lebens. Jetzt hat man ja festgelegt, heute Morgen die Vorlage, habe ich ja gelesen in der Zeitung jetzt, dass man jetzt einem schon Hotspot deklarieren kann, wenn 35 neue Fälle pro 100.000 in den letzten 7 Tagen in einer Stadt oder so auftreten. Das heißt, man hat jetzt mal diese komplette Vorgabe um 30% erhöht. Das heißt, früher waren es 50, jetzt sind 35. Also das heißt, man hat 30%, sage ich jetzt mal, als einfacher gemacht, dass man die ganze Nummer durchsetzen kann. Und das bedeutet dann automatisch, dass man private Feiern regulieren kann und auch Versammlungen. Das heißt, man muss jetzt nur noch schaffen, dass man pro 100.000 Tests oder pro 100.000 Einwohner 35 Fälle innerhalb von einer Woche bekommt. Das kann man mit dem Drosten-Test ganz einfach machen. Man braucht dafür nur 35 Drosten-Tests. Das ist vielleicht noch gemacht worden, um Kosten zu sparen, wenn ich jetzt so überlege. Und dann kann man anfangen, den Menschen zu diktieren, wie ihr Leben auszusehen hat. Und zwar bis nach Hause. Das ist ganz schön Wahnsinn. Das ist etwas, das wir nie gedacht haben. Ja, bitte. Ja, also die Frage, dass ich die Frage überhaupt noch bekomme, finde ich sehr interessant. Ja, die Frage war, wen man noch mit bestem Wissen und Gewissen wählen kann. Ich kann euch mal eins dazu sagen, das hat der Bodo gerade auch schon gesagt. Es gibt in diesem Land eine Partei bisher, die mit uns gesprochen hat. Das ist die AfD gewesen, die eine einzige Partei. Würde ich jetzt sagen, ihr sollt alle die AfD wählen? Ich würde da keine Empfehlung von meiner Seite aussprechen. Warum? Aus welchem Grund? Weil ich glaube, wir haben ein systemisches Problem in diesem Land. Es gibt einen Grund, weswegen die repräsentative Demokratie in allen wirtschaftsstarken Ländern so freudig etabliert wird. Denn die repräsentative Demokratie hat diesen entscheidenden Nachteil, dass diejenigen, die das Volk repräsentieren, nicht so viele sind wie das Volk. Und je weniger Leute du bestechen musst, desto billiger wird's. Und wenn man sich überlegt, dass pro Politiker in Berlin, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, wie viel sind's? 20? Ja, genau, 709 Politiker, genau. Aber wie viele Lobbyisten kommen pro Politiker? Ich habe irgendwann mal die Zahl gewusst, es sind eine ganze Menge. Und da werden jedes Jahr werden da Budgets verteilt, die kann man sich gar nicht vorstellen, die nur darauf abzielen, dass man mit Politikern persönliche Kontakte aufbaut, dass man mit ihnen essen geht, dass man sie einlädt und so weiter und so fort. Die nur darauf abzielen, dass man die Jungs linientreu macht. Das ist ein ganz offizielles Programm und das darf man. Dann können wir uns sagen, ich meine, ja, wenn wir jetzt alle entrüstet sind, wir leben ja nicht erst seit gestern in diesem Land, oder? Und wir haben alle fleißig auch dran geglaubt, dass es vielleicht eines Tages ein gutes Ende nimmt. Standet ihr schon vor einem Jahr schon auf der Straße? Aha. Einer hat ja, genau. Nein, aber meine Lieben, was ich damit sagen will ist, ich glaube, wir müssen uns, und das ist das, was Corona eigentlich ist, es ist ein Katalysator, der ganz tief in die Gesellschaft eindringt und der uns alle dazu ermutigt, uns zu hinterfragen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und welche Konsequenzen notwendig sind, wenn wir diese Krise nachhaltig überwinden wollen. Denn wenn wir nur darauf beschäftigt sind oder nur darauf abzielen, diese Maßnahmen wieder wegzubekommen, dann haben wir nichts gelernt. Da kann ich euch nämlich genau sagen, geht's ein Jahr und dann kommt der nächste Hund, den man durchs Dorf treibt und danach stehen wir wieder hier. Das Problem ist, wenn eine Gesellschaft sich ändern muss, und das ist auch eine Diskussion, die ich immer wieder bekomme und eine Frage, dann muss das in jedem Einzelnen beginnen. Denn Gesellschaft seid ihr.
und bin ich. Wir sind Gesellschaft, die wir hier stehen. Und die Gesellschaft wird sich nicht ändern, wenn sich die Menschen nicht ändern. Und wir können noch so nach noch so guten Systemen uns umschauen. Wir können noch so viel sagen, die Medien müssen aufhören, Schlechtes zu erzählen. Wir können noch so viel sagen, Christian Drosten muss abgeschafft werden und so weiter. Da wird der Nächste kommen, der irgendeinen Schmuh erzählt. Und nur weil wir alle nicht Bescheid wissen und geben die Verantwortung gerne an andere ab, rennen wir dem hinterher und stehen danach wieder hier und müssen demonstrieren. Das Problem ist, wir müssen endlich lernen, dass Verantwortung von der Gesellschaft beim Individuum beginnt. Und das heißt, wir alle müssen ein aktiver Teil sein. Ich meine, wenn ihr das Grundgesetz nehmt und lest, schlag mal dieses Vorwort auf von Frank-Walter Steinmeier. Das ist der Mann, der sich so herzlich bei den drei Polizisten bedankt hat, die das komplette Deutsche, den Reichstag gerettet haben. Selbstverständlich. Nein, wenn man das anschaut, dann steht da vorne drin, dass jeder von uns dazu ermutigt ist, die Rechte bzw. das, was in diesem Grundgesetz steht, zu verteidigen und mitzugestalten. Was ist denn da los heute? So. Wahnsinn. Also ich muss stehen bleiben, ich darf mich nicht bewegen. Oh, das ist ganz schwer für mich. Aber wir sind aufgerufen, das mitzugestalten. Und das Interessante ist, wenn man es dann mitgestaltet und sagt, wir müssen was ändern, dann ist man gefährlich, verwirrt, und muss am besten direkt von irgendwelchen Polizisten abgeführt werden. Aber nichtsdestotrotz hat er recht. Wir müssen uns überlegen, was es bedeutet, dass wir hierher gekommen sind. Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie es hat passieren können, dass über die ganzen Jahrzehnte, in denen wir schon in diesem Land leben, es zu diesem Punkt hat kommen können. Denn diese Verantwortung liegt bei keinem anderen als beim Volk. Denn jedes Volk hat den König, den es verdient. Und wenn ich sehe, wie in NRW die Wahlen gelaufen sind und die CDU wieder gewonnen hat, dann muss ich sagen, haben wir offensichtlich noch nichts gelernt. Weil die Bevölkerung immer noch freiwillig diese Leute wählt und damit einverstanden ist, dass es so weitergeht wie bisher. Deswegen ist es notwendig, und das ist immer das, wo ganz viele kommen und sagen, ja Samuel, aber wir erreichen noch nicht viele, guck mal, es sind immer nur gerade 500 hier vielleicht, aber in Deutschland leben 82 Millionen, wie sollen wir das jemals schaffen, wir werden das doch niemals, was kann ich tun, wir müssen zu den Medien, wir müssen den Drosten wegkriegen, wir müssen zur Merkel, müssen wir gar nicht. Wenn jeder von euch sich um den kümmert, den er jeden Tag trifft, wenn jeder auf den zugeht, mit dem er vielleicht an der Tankstelle oder so irgendein Gespräch hat, oder jeder, der zu euch kommt und sich über irgendwas beschwert, kennt ihr Leute, die zu euch kommen und sich über irgendwelche Dinge beschweren? Seht ihr? Alle die kommen, da könnt ihr ansetzen. Immer wenn jemand kommt und sich über irgendwas beklagt bei euch, ist es ein Punkt, wo an dem ihr einhaken könnt und mit einer klugen und schönen Bemerkung diesen Menschen darauf bringen könnt, dass wenn er etwas an seinem Zustand ändern möchte, er selber tätig werden muss und nicht jemand anders. Und wenn jeder von uns das tut, wenn jeder von uns ein Apfelbaum ist, dann werden wir es schnell schaffen, dass wir viele, viele Menschen gewinnen. Denn jeder von euch, wir können das nur zusammen. Wir können das nur in der Menge. Weil du kannst so viele YouTube-Videos machen, wie du willst, und der Wolfgang kann hier vorne mit seinem Schwäbisch so viel stehen, wie er will. Wenn ihr nicht alle mitmacht, dann werden wir niemals auf die Stückzahl an Menschen kommen, die wir brauchen. Und es müssen noch wesentlich mehr werden. Insofern haben wir alle eine Aufgabe. Ich finde, es ist toll, wenn man in einer schwierigen Situation eine Aufgabe hat. Es wäre schlimmer, wenn man in einer schwierigen Situation keine Aufgabe hätte und man würde sagen, oh nein, jetzt kommt das alles hier und ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Falsch. Wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was das Problem ist. Wir können an Wissen weiter wachsen. Ich bin sicher, wir haben alle noch nicht alles gelernt. Wir können uns weiterbilden und wir können andere Menschen anstecken. Weil wisst ihr, was das Tolle ist? Auf dem geistigen Niveau funktioniert Ansteckung perfekt. Und da bin ich gerne ein Superspreader. Insofern steckt andere Leute an. Mit Freude, mit Zuversicht, mit einer Lösung, mit Hoffnung. So, dass die Menschen sehen, wisst ihr, das Tolle ist, ihr müsst den anderen Menschen nur dahin bekommen, dass er sagt, Mensch, da ist jemand, der hat überhaupt keine Angst vor diesem Corona-Ding, der trägt doch einfach die Maske nicht. Der kommt mit dieser Situation klar, der weiß genau, was Recht in diesem Land gilt, der kennt sich da aus mit den Lehrern, der weiß über die Studien Bescheid. Der ist immer gut drauf, der ist hoffnungsvoll, dass sich das alles ändert. Der ist aktiv, der trifft sich mit anderen Menschen, der netzwerkt, der ist immer am Start. Das ist ein toller Typ. Ich muss den mal fragen, warum der das macht. Wenn wir das erreichen, dann haben wir ein ganz, ganz offenes Herz, zu dem wir sprechen können. Und da bin ich mir sicher, dass wir Erfolg haben werden. Aber das funktioniert nicht, wenn ich so durchs Leben gehe.
und mal anfangen, bewusst zu konsumieren, denn jeder Kassenbeleg ist ein Stimmzettel. Wir müssen anfangen, bewusst zu konsumieren, natürlich, ja, aber das ist ja, sag ich mal, das kommt eins nach dem anderen. Das sind alles Konsequenzen. Wer Eigenverantwortung übernimmt, lebt bewusst. Das ist die logische Konsequenz, denn wir merken, wenn wir alles selber tun müssen, dann werden wir auch uns um diese Sachen kümmern. Andere Leute, die das nicht wissen, die verlassen sich darauf, dass Nestle die Lebensmittelqualität übernimmt. Und dass die Chinesen sich um Fairtrade kümmern, ja? Aber insofern, meine Lieben, ja, übernehmt Verantwortung für das, was wir hier vor uns haben. Es wird nicht einfach und ihr seht, jetzt kommen Repressalien, die eventuell sogar noch härter werden können, als das, was wir bisher hatten. Und es werden bestimmt irgendwann mal Menschen, und wir haben es ja schon in Australien gesehen, in Österreich, Per Eifler, dem wurde die Approbation entzogen und danach wurde direkt mal das Sonderkommando zu ihm nach Hause geschickt. Nur weil er Corona-kritisch ist. Ja, natürlich, die waren daheim bei ihm, haben mal geguckt, ob er aufgeräumt hat. Meine Lieben, Heiko Schöning war fast 24 Stunden lang in London festgehalten worden. Warum? Weil er zu mehr als 30 Leuten von der Parkbank gesprochen hat. Das war der Vorwurf. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, das Gleiche ist in Berlin auch passiert. Da habt ihr ja gesehen, wie sie die Leute abgeführt haben. Die waren dann zwar wahrscheinlich ein bisschen schneller wieder draußen, aber auf welcher Rechtsgrundlage? Und wenn ihr uns jetzt gerade fragen, wie viele Verfahren wegen aufgrund dieser Tatsache gerade am Laufen sind, da könnt ihr mal bei Markus Heinz anrufen oder bei Ralf Ludwig und fragen, ob die gerade zu tun haben oder nicht. Ihr seht also, es sind viele Dinge, die erfordern aber alle eine Antwort. Und die ist Standhaftigkeit, Ausharren und Vorangehen. Und nicht sich beeindrucken lassen von dem, mit das die drohen. Denn alles, was die haben, ist ihre Drohung und ihre Lügen. Und sie können nichts tun gegen jemand, der friedlich hier vorne stehen bleibt und sagt, hier bin ich, ich kann nicht anders und ihr könnt tun, was ihr wollt. Wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. Das haben wir... Das haben wir grandios in Berlin gezeigt, zweimal, wo es hervorragend funktioniert. Das hat ein Zeichen gesetzt in ganz Deutschland, egal ob die Medien darüber berichtet haben oder nicht. Ja, ich habe gerade, heute Morgen habe ich nochmal kurz einen Ausschnitt gesehen, ich glaube es war bei RTL, wo sie wieder gesagt haben, wie schlimm das doch ist, dass die Corona-Leugner und so weiter. Und da haben sie zum ersten Mal über die Demo in Berlin einen Ausschnitt gezeigt, wo Robert Kennedy Jr. gesprochen hat. Sie haben zwar den Ton nicht eingeblendet, man hat zumindest mal ein Bild gesehen. Nach 8 Wochen. Ist doch schon mal was. Wahrscheinlich hat Lars Wienand, Leiter der Abteilung Recherche bei T-Online, erstmal recherchieren müssen, ob es wirklich der Robert Kennedy war, bevor er es freigegeben hat. Weil er prüft ja die Fakten doppelt und dreifach. Insofern hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ihr seht, ja, all diese Berichte, alles das sind kleine Tropfen auf einen Stein. Und solange der stetig ist, höhlt er den Stein. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Tropfen stetig kommen. Schritt für Schritt, bei jeder kleinen Veranstaltung, bei jeder Organisation, bei jedem Team, das Flyer verteilt, bei jeder Gruppierung, die sich engagieren will, werdet Teil davon. Wenn ihr tolle Ideen habt, kommt nicht zu uns und singt uns die Ohren damit voll. Wir wertschätzen jede tolle Idee. Aber wenn ihr was verändern wollt, dann müssen die Ideen von wem umgesetzt werden? Von dem, der sie hat. Das heißt, wenn ihr eine tolle Idee habt, sucht euch eine Gruppe, sucht euch ein Team. Fangt an, was mit denen zu machen. Baut das auf. So haben wir auch angefangen. So funktioniert das. Oh nein, Samuel, aber du hast so viel Reichweite, die habe ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht machen. Meine Lieben, wir müssen alle von diesem Denken runterkommen. Der erste Schritt ist immer der nächste. Das heißt, egal wie viele Follower ihr habt oder wie viele Bekannte ihr habt, ihr macht den ersten Schritt, dann lernt ihr, wie man den zweiten leichter macht. Und der dritte, da rollt man schon. Und dann geht es Stück für Stück nach vorne. Und jeder von euch kann das tun, was wir tun. Solange ihr reden könnt, solange ihr in anderen Menschen Kontakt aufnehmen könnt, solange ihr engagiert seid, solange ihr für das einstehen wollt, woran ihr glaubt und die Prinzipien Wahrheit, Frieden, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Liebe für euch was bedeuten, dann seid ihr mit allem ausgestattet, was es benötigt, um ein aktiver und wichtiger Teil dieser Bewegung zu sein. Deswegen nehmt die Chance wahr. Ich wollte schon immer mal was tun. Meine Mutter hat immer gesagt, ja Samuel, wenn du dich anstrengst, wirst du es eines Tages vielleicht weit bringen. Nein, das hätte ich mir nicht ausgesucht mit so einem Bus und so einem Schwindeldoktor und einem wilden Schwaben durch die Prärie zu fahren. Und ein apokalyptischer Reiter. Durch die Prärie zu fahren. Aber es ist doch toll, dass man weiß, man kann in der Welt was verändern, oder? Also, dafür sind wir hier. Lasst uns was verändern in dieser Gesellschaft. Alle schauen auf Deutschland. In Deutschland ist sehr, sehr viel los in diesem Sinn. Und das ist jeder einzelne von euch. In diesem Sinne, bleibt mutig,
geht voran, habt euer Ziel im Auge, lasst euch nicht beirren, macht Fehler, lernt daraus, werdet besser, macht den Fehler nicht zweimal, macht einen anderen Fehler, lernt wieder daraus. Aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen. Es sind viele andere hier, die wollen euch ermutigen, wir sind auch dafür da. Danke, dass ihr heute da wart. Wir sehen uns auf jeden Fall alle wieder. Gottes Segen euch. Vielen Dank, Heidrein. So, hallo. Moment. Kommen in die George-Levein-Anlage, der kleine Park vorm Bahnhof. Und die nächste Großdemo ist geplant am 28.11. in Aalen. Seid alle dabei, kommt bitte. Da hinten stehen noch Flyer, sind auch von Bodo Schiffmann. Es geht um die Kinder. Vernetzt euch. Hier in Heidenheim, der Telegram-Kanal heißt HDH. Eltern stehen auf für Aufklärung und Freiheit. Und Facebook, der Widerstand wächst. Und habt ihr euch nicht über die Auflagen gewundert? Lockere Auflagen. Weil wir kämpfen hier schon seit April. Vielen Dank. Und vielen Dank an die Ordnungskräfte und auch die Polizei hier. Wir haben auch hier wieder überhaupt keine Probleme gehabt. Das ist großartig. Vielen Dank. Und das meinen wir im ganzen Herz. Also bleibt bitte auf Abstand bei der Sache. Jetzt bitte nicht alle auf uns zustürmen. Ja, wer gerne noch ein Bild haben will, wir machen das wieder so, dass wir uns dezentralisieren. Das heißt, der Samuel rennt in eine Richtung sozusagen, ich in die andere. Und dann guckt er, dass er euch die Richtung aussucht, die euch besser gefällt. Und die anderen, denen es reicht, wenn wir einfach ruhig sagen, dass ihr ganz toll seid und wir uns freuen, dass ihr hergekommen seid. Den wünschen wir einen guten Nachhauseweg und vielen Dank für alles. Genau, ich komme gleich raus, ich gehe noch kurz den Stream beenden und dann bin ich da. Also keine Angst, ich gehe nicht weg. Ihr könnt alle da stehen bleiben, wo ihr seid. Merci. Bis gleich. Sie haben uns immer nur belogen. Doch wir sind übers Nest geflogen. Und es ist kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Sie wollen uns unsere Würde nehmen. Doch wir stellen uns ihnen entgegen. Und es ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe, seht her. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir haben viel zu lang geglaubt, wahnartig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe.